muss verdorben sein. So, hinsetzen. Inventar, sonstiges. Gräser und Kräuter. Kräuterkunde lernen, das ist doch mal was Schönes. Aufgrund der hohen Nachfrage sind ganze 100 Seiten des Buches Nessel gewidmet. Ach guck mal, da will jemand mit reinlugen in unser Buch. Neue Stufe, Kräuterkunde, das ist doch schön. Gut, hier haben wir schon mal haufenweise Holz. Ich habe mir vorgestellt, dass es aus der Triebock werden soll. Schlafen, speichern, das ist nicht unsere Truhe, das ist nicht unsere Truhe. Das auch nicht. Ich glaube, wir haben einfach kein Zelt. Hey, wie ist die Lage? Geht es dir gut? Gut. Aber... Es war Pet. Okay. Du, geh mir aus... Er wird uns wahrscheinlich nie mehr verzeihen. Dann warten wir bis 12. Dann fehlt ja nicht mehr viel. Dann warten wir, nachdem wir bis 12 gewartet haben, immer wieder 24 Stunden, bis der Triebox sich Stück für Stück nach oben setzt. Ah, wenn wir schon davon reden. Dinge gehen voran, wie ich sehe. Favor. Sei gegrüßt. Meister Favor. Nun, Damir Meister. Nächstes Mal bist du lieber... Ja, genau. Bis später. Hat sich Kisa wieder als eingekriegt? Oder hasst er uns immer noch? Geht es dir gut? Offenbar. Gut. Aber... Du, geh mir! Ja. Ich verstehe. Was machst du da? Lassen wir ihn seine Arbeit machen. Und nochmal 24 Stunden draufladen. Beschissene Dreck. Denke ich auch. Stopp. Wir haben ein Bett, da können wir immer wieder speichern. Und speichern ist wichtig. Schlafen bis 20 Uhr und dann warten wir wieder bis 12 oder so und dann geht das schon. Und Konrad wird uns wahrscheinlich niemals verzeihen. Es kann nicht mehr lange dauern. Es ist wie immer jetzt irgendwie nur noch das Warten. Es ist fertig. Gut, dass wir gespeichert hatten. Die haben das schnell hingekriegt. 2 Tage oder so? 3 Tage?
Dann lasst mal sehen, wie dick diese Mauern wirklich sind. Der wird nicht amused. Trieb auf los! Ach, das war nur der erste Schuss. Der Tribok muss noch eingestellt werden, das ist alles. Keine Sorge, es läuft alles perfekt. Die Reichweite wird sofort korrigiert. Man trifft niemals mit dem ersten Schuss mit so einem Ding. Ja. Der hat immer ganz kurz den Hahn erschossen. Das ist aber auch schon eine Leistung an sich. Oh nein, was ist jetzt schon da los? Vector, hast den Weg, verdammt, ich muss zu Herrn Divish. Herr, Sie kommen. Guck mal. Es bleibt keine Zeit mehr. Bringt ihm Wasser. Atme, das wird schon wieder. Wer kommt? Eine Armee ist auf dem Weg. Und sie trägt die Farben Hafelmedex von Waldeck. Sie sind schon sehr nah. Hafelmedex? Tja, der wird uns wohl kaum zur Hilfe kommen. Dieser miese Bastard. Mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Oh shit. Ja, eine Einsatzarmee ist immer das größte Problem, wenn man eine Belagerung durchführen möchte. Meine Herren, Tostverstärkung wird uns hier sehr bald angreifen. Das Schwein. Wie viele Männer? Wissen wir nicht. Aber gewiss viele, und sie werden bis zum Morgengrauen hier sein. So bald? Wie kommt es, dass wir bis jetzt nichts davon wussten? Das ganze Land versinkt im Chaos. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt etwas wissen. Wenn sie uns in den Rücken fallen, dann... Sind wir erledigt, wie Toss es die ganze Zeit geplant hatte. Verschlagene Schlange. Er war uns immer einen ganzen Schritt voraus. Aber dieses Mal nicht. Was hast du vor? Robert, was meinst du, wie wird das Wetter morgen? Nun, Herr... Wenn mich meine Gelenke nicht täuschen, dann wird es regnen. Stark, wie aus Eimern. Hier. Hier stellen wir uns auf. Ich und Ratzigs Männer. Ihr wartet, bis sie uns angreifen. Und fallt ihnen dann in den Rücken. Hier und hier. Wenn wir Erfolg haben, wird es vorbei sein, ehe man in Thalmberg irgendetwas merkt. Das könnte funktionieren. Aber wir müssen Männer im Lager zurücklassen, falls sie doch beabsichtigen, aus der Burg zu kommen und uns anzugreifen. Mir genügen noch wenige Männer. Hängt das nicht davon ab, ob ihr durchhalten werdet? Wir wissen nicht einmal, wie viele es sind. Wir werden durchhalten. Ich gebe meinen Männern die Befehle. Wir werden bereit sein. Fuck it! Das ist unglaublich. Nicht so viel geplant. Aber vielleicht können wir den Spieß jetzt umdrehen. Hoffentlich. Ich meine, ich hatte mich schon gefragt, was Toff also sich denkt. Denn jetzt sitzt er in der Burg und wird belagert. Und irgendwo musste... Und da gab es keinen größeren Schritt weiter, aber... Meine Rolle in der Schlacht, Herr? Ich wollte mich den Skarlitzern anschließen. Ich brauche dich für mehr als das. Mehr als das? Wenn wir den Steinbruch nicht halten, sind wir erledigt. Du, ich, Hanusch und Ratzig. Und da Hanusch den Flankenangriff befehligt, Ratzig gefangen ist und ich verwundet bin, führt Hauptmann Robert die Truppen an. Wer wäre besser geeignet? Keine Frage, Robert ist ein guter Kommandant. Aber viele der Männer stammen aus Skarlitz. Wir brauchen jemanden, der sie kennt und von ihnen respektiert wird. Das ist genau eine Idee. Dich, Heinrich. Aber das ist...
Fürsten. Herr, glaubst du wirklich, ich wäre den Männern ein Vorbild? Heinrich, ohne dich wäre ich heute nicht einmal mehr hier. Jeder weiß das, außer dir, wie es scheint. Du und eine Gruppe Skalitzer werden sich im Wald auf der anderen Straßenseite versteckt halten. Aber Herr, ich sollte eher... Schweig! Unterschätze nicht die Aufgabe, mit der ich dich betraue. Die Männer sind nervös und du musst sie, falls nötig, zurückhalten. Dann fallt ihr dem Feind so schnell und entschlossen in den Rücken, dass er nicht reagieren kann. Gerät die Formation ins Wanken, brauchen wir jemanden, der einen kühlen Kopf bewahrt und die Männer im Zaum hält. Hm. Verstanden, Herr. Unser erstes Kommando. Was wollte ich hören? Wenn du bereit bist, schließ dich den Skalitzern an. Sie versammeln sich im Wald hinter der Straße nach Ratai. Spiel wurde gespeichert. Der Wisch. Wenn ihr denkt, dass ihr die gesamte Belagerung saufen und würfeln verbringen würdet, irrt ihr euch gewaltig. Havelmedic kommt uns mit seiner Bande Ziegenficker entgegen. Und wenn es eines gibt, auf das wir in Talmberg stolz sind, dann darauf, die Ehre unserer Ziegen zu verteidigen. Und jetzt zur Sache. Stellt euch in der Schlucht vor der Brücke nach Rovna auf. Wir lassen sie ausbluten. Robert? Es ehrt mich, dass du zu mir... Ah, das wollte was hältst was. Du von Meister Kieser? Er ist sehr geschickt und weiß, was er tut. Und was er sonst noch daherredet. Ich ließ ihn das gern versuchen. Aber bei einer anderen Burg. Glaubst du, etwas davon ist wahr? Ich habe solches Kriegsgerät noch nie gesehen und kann es nicht beurteilen. Was er sagt, würde unsere gesamte Kriegsführung verändern. Ja. Er zeigte mir ein paar seiner Zeichnungen. Ich weiß nicht, ob er ein Genie oder ein Wahnsinniger ist. Mach's gut. Können wir ihn jetzt anquatschen oder hasst er uns immer noch? Geht es dir gut? Gut. Aber okay. Es war Pech. Uns gegenüber rastet er immer aus. Verstehe. Ja. Wir werden gebraucht. Ja. Ja. Dann gehen wir mal, wenn wir sozusagen die Anführerperson für die Skalitzer-Truppen sein, ja. Und das klingt nach einer Idee. Platz da! Ich muss ein Kommando übernehmen. Ja, das sind tatsächlich ideale Hinterhaltsbedingungen. Und ich glaube, der. Es erinnert mich ein bisschen an die Schlacht vom Trasimirischen See, aber. Ich glaube, der Hauptzweck ist. Die Hauptidee ist tatsächlich, dass die. Der Feind nicht erwartet, dass wir ihn so früh schon abfangen. Auf geht's. Vor allem haben wir danach noch genug Männer, um eine Belagerung aufrechtzuerhalten? Ach, wir schaffen das. Spiel gespeichert. Wir kriegen schon hin. Wir kriegen unsere Leute zurückgehalten, damit sie nicht zu früh attackieren. Ruhig. Wir können uns auch gar nicht bewegen gerade. Halt. Ruhig, Männer. Das sind keine einfachen Bauern. Seht nur diese Rüstungen. Wartet noch ein wenig. Heilige Maria, Jesus Christus und ihr Heiligen, schützt uns. Langschwert. Es ist Tag. Noch nicht. Im Himmel, wenn ich das überlebe, führe ich meine Jana endlich zum Altar. Verdammt! Sie haben uns erwartet! Oh, erster Trupp zur Brücke! Brecht durch! Vorhut! Nach links! Der Rest kommt mit mir! Wir flankieren diese Bastarde! Verdammt! Auf sie! Angriff! Tretet diese Hure! Das sieht nicht gut aus.
geh weg! Wo sind unsere Truppen? Haltet stand! Kostet es, was ich wolle, haltet stand! Er ist egal. Wir müssen unsere Leute verteidigen. Wir sind sozusagen gerade das Einkreismanöver innerhalb des Einkreismanövers. Tag ist das. Oh, wir wurden getroffen. Ausdauer sparen. Nächster. Ja, wir halten. Einer von denen hat auch wieder seine Waffe verloren. Lass das! Oh, der eine verfolgt uns mit der Faust. Wir müssen uns zurückbewegen. Lass das! Haben durchgehalten. Wir müssen jetzt wirklich zur Front. Herr Arno Sporthelfer, genau. Auf zur Brücke! Wir müssen ihnen helfen! Genau! Nein, nicht das Schwert wegpacken. Und nicht hier. Scheißgebüsche. Die Ladezeiten sind leider ein bisschen störend, aber egal. Das hier ist Ihr Anführer. Ach. Was, dieser Brusche? Erweise mir gefälligst mehr Respekt, Divish. Den wirst du brauchen, wenn du vor Istvan niederkniest. Oh, na sowas, der Welpe zeigt Zähne. Istvan, sagst du? Nicht Herr Istvan oder Herr Toss? Wie nahe steht ihr zwei euch? Oh, ha! Ich kenne ihn. Das ist Erik. Toss Hauptmann und rechte Hand. Na, endlich. Eine gute Nachricht. Fesselt ihn und bewacht ihn gut. Diese Bastarde wollen unseren Trebok zerstören. Sieh an. Die beiden kennen sich offenbar gut. Vielleicht sehr gut sogar. Das ist eine wertvolle Geisel. Familienbande. Spiel wurde wieder gespeichert. Und natürlich haben die einen Ausfall gewagt.
Vorwärts! Gaul? Wo ist der Gaul? Ach, egal. Können wir uns einen Trank geben? Ringelblumenaufguss. Und Blockblut. Klingt auch gut. Familienbande. Komm, Waffe einstecken. Da ist der Arschgaul. Bewegung, Gaul! Ja. 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 Niemand greift unseren Tribok an. Ja. Da sind sie. Stirb, Geisterpersönlichkeit! Ja. Stabby Mac, Step Step. Von hinten rauf. Bernhard muss lebendig bleiben. Stand gehalten. Wir haben die Verstärkung vernichtet, wir haben den Ausfall abgewehrt und wir haben eine Geisel, die möglicherweise was wert ist. Eiskalt. Und? Der Schaden ist nicht zu groß. Also können wir schießen? Nicht so schnell. Herr, worauf warten wir noch? Du hast seine Drohung gehört, Robert. Willst du, dass er Ratzig und meine Frau umbringt? Wir müssen unsere nächsten Optionen abwägen. Und außerdem wäre es eine Schande, die schöne Burg zu zerstören. Aber wie locken wir die Ratten aus ihrem Nest? Herr, ich hätte deine Idee. Was, wenn wir die Geiseln austauschen? Er war der Hauptmann in Branik und brachte Istvans Verstärkung hierher. Er scheint Toss sehr nahe zu stehen, würde ich sagen.
Womöglich kann er uns etwas mitteilen. Und vielleicht ist er seinem Herrn ebenso wichtig wie Herrn Stefanie und mein Vater für uns. Du bist wahrlich deines Vaters Sohn. Du bist ein Geschenk des Himmels. Und du hast recht. Wir verhören diesen Mistkerl. Und dann werden wir weitersehen. Ruh dich aus und komm später zu mir. Dinge gehen voran. Aber wir haben uns der Schlacht gut geschlagen, würde ich sagen. Haben uns schon hinter die Gegner gesetzt, denen dann schon in meinen Rücken geschlagen und gestochen und somit deren Aufmerksamkeit ein bisschen aufgeteilt, sodass unsere Leute keine größeren Probleme hatten. Ich glaube, wir haben ein oder zwei verloren. Hey Robert, wie ist die Lage? Okay. Mach's gut. Und, hast du uns noch? Geht es dir gut? Gut. Du hast die, geh mir aus den... Ja. Uns mag er nicht mehr. Wie geht's uns aus? Energie ist gut. Unsere Rüstung müssen wir vielleicht wieder ein bisschen zusammensetzen. Fällt mir gerade ein. Das ist vielleicht ein bisschen viel gewesen, ich weiß. Sei es drum. Schmiedesets nehmen wir auch mal kurz mit. Schneidersets nehmen wir wieder alle mit. Oh, wir sind noch nicht mal überladen. So, Schmiedesets, weil ich hier keine Schleifstunde in der Nähe sehe. Deswegen benutzen wir die mal, um unsere Waffen zu reparieren. Rüstungssets. Jetzt haben wir das. Schneider-Set. Die Mönchkutte ist zu kaputt, um zu reparieren. Stimmt, da war ja was. Das Teil geht zu schnell kaputt. Wir haben noch ein größeres Schneider-Set, nicht wahr? Zu beschädigt, um mit diesem Set repariert zu werden. Wasserdruck! So, haben wir auch unsere weiße Kutte. Pferd, wir haben auch unsere weiße Kutte, nicht wahr? Geh mal her. Die ist aber immer schmutzig. Okay, dann bleiben wir mit der schwarzen. Sei es drum. Ein Retterschnaps. Wir haben immer noch 60 Hahnschreitränke. Ich weiß nicht warum. So. Pferd, was haben wir sonst noch an Tränken da? Die Bockblüte nehmen wir rüber, die können wir gebrauchen. Lazarus können wir gebrauchen. Aqua Vitalis, das haben wir auch noch eine ganze Menge. Hatten wir eigentlich zu verkaufen sozusagen zusammengesetzt. Fang an zu reden oder sprich dein letztes Gebet. Diplomatisch wie immer, der Hagel. Ruhe zu. Ich verrate meinen Herrn nicht. Ah, Heinrich, du kommst wie gerufen. Dieser Narr baumelt lieber am Galgen, als den Mund aufzumachen. Du weißt mehr über ihn als wir. Vielleicht bringst du ihn ja dazu zu singen. Ja. Bringen wir ihn dazu denn zu singen. Denn Eric. Eric, stimmt doch, oder? Wie es aussieht, wurde der Spieß umgedreht, nicht wahr? Fick dich. Du musst an deinem Ton arbeiten. Wenn du dich zu benehmen weißt, überlebst du vielleicht. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen. Und du überlegst dir besser gut, wie du sie beantwortest. Wer ist der Toss? Wer ist dieser Toss? Eine Waise, genau wie ich. Die Türken töteten seine Eltern, also begann er, sie zu töten.
Da Sigismund Männer wie ihn brauchte, ging er in dessen Dienst. Woher kennt ihr euch? Was spielt das für eine Rolle? Misafog. Misserfolg, wir hatten weniger. Sekunde. Mit dir vergott. Ich muss. Das finden wir alles noch heraus, Sekunde. Wir müssen gleich ein bisschen umziehen. Damit wir nobler sind. Nun, Dev. Was passiert jetzt gerade? Ich weiß nicht, was gerade passiert. Wir geraten einen Ladebildschirm rein. Wir brauchen unseren Überzug, unsere Überzuggeschichte. Und das Spiel ist abgestürzt. Gut, das vereinfacht natürlich Dinge. Ich starte jetzt einfach direkt wieder neu. Da kenne ich nichts. Da kenne ich gar nichts hier. Glücklicherweise haben wir direkt vor dem Verhör Geschichten gespeichert. Und diesmal machen wir es richtig. Wir müssen uns leider dafür dieses andere Kleidungsstück anziehen. Aber was will man machen? Und Steam, du wirst mich jetzt nicht enttäuschen. Du wirst mir sagen, dass Kingdom Come Deliverance gestartet wird. Oder du wirst bei dem Versuch sterben. Taskmanager, mein allerbester Freund. Kannst du nicht. Okay. Kingdom Come Deliverance, starte dich doch mal bitte. Wäre dir sehr verbunden, wenn du das tun würdest. Sag bloß, es will nicht. Nun gut, liebe Gemeinde, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, wenn wir es kurz mal zu Ende bringen werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann, viel Spaß und Cheerio.